Herzlich willkommen bei Mehrwasser Live TV. Ihr seid wieder richtig. Neben mir steht der Daniel, wie gesagt. Ihr habt schon einige Videos bei uns gesehen. Und wir sind am Stand von Aker. Heute ist Tag Nummer 3, Samstag. Und ihr habt auch natürlich wieder was Neues. Was mir aufgefallen ist, ihr habt mal wirklich Becken hier stehen, wo man was sehen kann. Hattet ihr das letzte Mal nicht, glaube ich, ne? Nein, letztes Mal hatten wir keine Becken. Wie man sieht, wirklich kristallklares Wasser. Die Korallen machen schön auf, fühlt sich alles wohl. Wir stellen hier unsere neue Riffkeramik vor. Die neue Produktion ist ein neues Material mit 100% Naturprodukten, wo wir dort verarbeiten. Silikat, phosphatfrei, Nitrat. Wir sind einfach hingegangen, haben das Becken mit unserer Keramik besetzt, die Korallen eingesetzt, gleichzeitig den neuen 2-Komponenten Silikonkleber verarbeitet, relativ großzügig, dass man auch mal sieht, was für eine Farbe das wir dort dran haben. Haben unser Meerwasser zugegeben, das berühmt-berüchtigte Special Blend, Snide Out, und ja, hier steht das Resultat. Okay. Kristallklar. Das ist jetzt eher, also ihr macht ja auch Riffkeramik. Ja. Dieses Becken ist natürlich jetzt nicht von euch, ich könnte mir jetzt vorstellen, das sieht ja schon ziemlich stylisch aus, wenn ihr jetzt Zuschauer haben, die sich dafür interessieren, kann man das bei euch beziehen? Natürlich, wir können das über den Fachhandel machen, den Ortsansässigen einfach die Wünsche äußern, eine Zeichnung kreieren, die Wünsche aufschreiben. Wir fangen an, das zu produzieren, können natürlich dann gleich bei den einzelnen Produktionssteps Fotos machen, die dann auch dem Kunden wieder zukommen lassen, sodass er sein eigenes individuell gestaltetes Riff bei uns natürlich auch beziehen kann. Okay. Die ganze Technik ist jetzt bei euch in der Riffkeramik quasi versteckt? Nein, wir haben unten einen einfachen Außenfilter. Okay. Installiert. Sonst wäre meine nächste Frage jetzt gewesen, wie kann man das warten, das Zeug? Nein. Drum befinden sich auch keine Fische hier im Aquarium. Okay. Gut, gehen wir schon direkt weiter. Ihr habt noch mehr zu zeigen. Da ist euer Regal, euer Produktregal. Sieht alles ein bisschen anders aus. Ja, es ist alles in sich einheitlicher, stimmig. Die obere Reihe in blau gehalten sind einfach unsere Bakterien. Produkte für die biologische Wasseraufbereitung, für Meer und für Süßwasser geeignet, sind dann bei der chemischen Wasseraufbereitung auch wieder für Süß- und Meerwasser, und von dem her haben wir gesagt, wir machen es einheitlich in blau, das sind unsere Bakterienprodukte, sind dann in die Süßwasserlinie in grün einheitlich und haben dann auch in dem Purple unsere Meerwasserprodukte und Supplements. Was mir hier auffällt, ihr habt da oben so einen Kleber stehen. Ja. Der ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Liegt das daran, dass er neu ist, oder habe ich ihn einfach nicht bemerkt? Ja, er ist neu. Wir haben hier in dieser Sache noch ein Phosout 4 auf Eisenhydroxidbasis mit Filterstrumpf, alles mit dabei. Sowie auch unseren neuen Riffscaper, ein Mörtel, wo wir dann einfach auch unsere Keramik schön miteinander verbinden können, dass dies alles stabil bleibt und im Becken nichts zusammenfällt. Härtet sehr schön aus, kann ich machen mit kaltem Wasser oder mit warmem Wasser, zieht natürlich dann und bindet schneller. Okay. Gleichzeitig, wie vorher schon angesprochen, den 2-Komponenten Silikonkleber in 2 Teilen, wo ich dann einfach in der Größe verarbeiten kann. Ist der auf Epoxidbasis oder? Silikonbasis. Silikonbasis. Ja, genau. Würdest du das noch was sagen, oder? Ja, ich würde einfach sagen, wir laufen mal noch auf die andere Seite vom Stand. Okay. Wenn wir gerade aber schon hier sind mit der Kamera, können wir vielleicht noch was dazwischen schmeißen. Da steht ja eure Dosieranlage, die wir auch schon im Programm hatten. Ja. Da hat sich ja, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, schon ein bisschen was getan. Und bezüglich dem Update, da haben wir auch einige Anfragen gehabt von Zuschauern. Kannst du dazu sowas sagen? Genau. Wir haben seit Anfang November letzten Jahres das Update auf dem Markt, haben da praktisch auch unseren Kunden angeboten, die Anlagen zu uns ins Haus zu schicken, dass wir das Update aufspielen. Mittlerweile wird es schon mit dem Update ausgeliefert, hat sich ganz gut etabliert. Was wir jetzt neu gemacht haben bei dieser Dosieranlage, wir haben ein sogenanntes Startmenü verarbeitet, wo man einfach
durch die einzelnen Bedienpunkte durchgeleitet wird, sodass sichergestellt wird, die Schlauchlänge ist kalibriert, die 5 ml Kalibration ist gesichert, die Rücksaugung ist permanent aktiv, siehst du hier an dem blauen Licht. Einfach, dass es in sich sicherer wird und auch kundenfreundlicher. Wie ist es mit dem Update? Kostet es Geld? Oder? Nein, es ist absolut kostenfrei. Es ist einfach die Dossieranlage einschicken mit einem kleinen Zettel. Also im Prinzip bezahlt der Kunde dann nur die Versandkosten einmalig für den Hinweg. Wir kümmern uns wieder um den Rückversand. Ist eigentlich, wie gesagt, in 10 Minuten erledigt. Funktioniert zeitnah. Okay, sehr schön. Dann, du wolltest weitergehen? Machen wir das auch, würde ich sagen? Ihr habt ja auch einen komplett neuen Stand, ne? Also vor 2 Jahren seid ihr ganz schön viel umgebaut. Jede 2 Jahre machen wir praktisch einen neuen Stand, lassen uns was Neues einfallen. Muss ja attraktiv bleiben. Das stimmt. Hier sind wir aber jetzt im Süßwasserbereich, ne? Ja, hier sind wir jetzt einfach im Pond-Bereich. Ich weiß, ihr macht mehr das Meerwasser. Ich denke, es gehört aber trotzdem dazu. Wir werden praktisch ab dem Herbst diese Serie mit auf den Markt bringen, auch wieder biologische Wasseraufbereitung für den Teichbereich. Ich weiß, dass ja viele, die Meerwasser besitzen oder auch Süßwasser besitzen, auch einen kleinen Teich zu Hause haben, wenn sie einen Garten haben, wenn sie da die Möglichkeit haben. Christian zum Beispiel hat einen Riesenteich. Ja, siehst du, dann passt es doch, kannst es gleich ausprobieren. Von dem her, denke ich, ist das eine sehr schöne Erweiterung. Und da stellen wir jetzt praktisch auf der Interzoo das neue Label vor, die Flaschengrößen, dass wir da einfach in den Bezug kommen. Okay. Das sind, wie gesagt, relativ neue Produkte. Die gibt es noch nicht auf dem Markt. Nein, ist eine komplett neue Formel. Die wurde speziell für uns entwickelt, mit uns zusammen, sodass das jetzt dann praktisch nächstes Jahr in den Bezug geht. Okay. Sehr schön. So. Habt ihr sonst noch was zu zeigen? Ich habe dir produktmäßig eigentlich alles gezeigt. Ich kann dir noch von der Riffkeramik die Porosität kurz einspielen, dass du siehst. Oh, gerne, ja. Das würde ich gerne mal sehen. Habt ihr da ein Video oder wie meinst du das mit einspielen? Na, ich spiele es dir in die Kamera. Ah. Wir sind einfach hingegangen und haben einen Stein zerbrochen, damit du mal diese Struktur siehst. Also es ist wirklich sehr porös, unterschiedliche Größen, Formen, sodass wir da auch wirklich eine gute Denitrifikation im Stein hervorrufen. Was ja auch immer ein Kritikpunkt ist, gerade bei der Keramik. Ja. Deswegen ist es ganz gut, dass ihr das mal zeigt. Kannst du Aussagen darüber treffen, wie gut das jetzt mithalten kann von der Porosität mit natürlichem Riffgestein? Ja, es hält komplett mit. Also es ist kein Thema. Die Denitrifikation ist gewährleistet. Okay. Das heißt, müssen wir dann... Nee, müssen nicht. Vergesst es. War Schwachsinn. Ich sag's erst gar nicht, okay. Dann wird's euch peinlich. Würde ich sagen, an dieser Stelle, bevor es peinlich ich brauch, wird. Glaube ich, eine Erfrischung. Genau. Gehen wir zum gemütlichen Teil über. Sehr gerne. Würde ich sagen. Platz nehmen. Platz. Oh, Oktoberfest hier. Ja, wir sind in Bayern. Ja, klar. Zwar in Franken, aber das Weißwürstchen und das Weizen. Ich muss jetzt aber nicht das hier zeigen, wie ich das esse, oder? Weil das kann ich nicht. Das zuzeln oder so heißt das, ne? Oder darfst du es auch zuzeln? Genau. Zuzeln, ja. Gut, wir machen die Kamera aus. Auf jeden Fall danke für den Vortrag danke fürs Bier. Zum Wohl. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Mal. Ahoi.